Hallo, wie ihr seht, das nächste Unboxing steht an. Was haben wir diesmal? Natürlich wieder eine Figur. Welche könnte es sein? Wie in der Überschrift zu sehen, natürlich Kairi aus Kingdom Hearts 3. Die leider etwas unspektakulär daherkommt, was die Ausstattung angeht. Aber dafür war sie auch, naja. Vielleicht 5 Euro billiger als die anderen von mir. Aber gut. Ist halt so. Muss man mit leben, wenn man sowas kauft. So. Jedenfalls auch wieder direkt im Square Enix Store bestellt. Wo sonst? Gut, man könnte in Japan bestellen. Da hätte ich es wahrscheinlich schon seit 2 Monaten. Aber gut. So sieht die ganze Kiste von hinten aus. Halt auch nicht sonderlich spektakulär. Hier sehen wir halt ihr Schlüsselschwert, Figur, 2 verschiedene Köpfe noch. Die typischen Hände. Dann packen wir sie doch mal aus. Wie immer wird es im Artikel dazu auch ein paar Fotos nochmal geben. Dass man es auch nochmal anders sieht. So. Das wäre es quasi schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nein, Quatsch. Ich baue sie noch auf. Wie immer hier schön eingequetscht der Halter. Der jetzt eben durch die Gegend geflogen ist. In der Regel ist es ja so. Oder so. Ne, so. Oben kommt der Greifhaken dran. Eigentlich, in der Regel sind die ja in verschiedenen Größen, aber ich sehe da jetzt auf den ersten Blick keinen Unterschied. Holen wir einfach irgendeinen. Kairi ist jetzt ohne die dickste. Man wird das schon drum passen. Na, weit rein geht das aber nicht. Gut, bei Kairi bestimmt auch nicht. So. Schutzfolie. Ich halte es mal näher. Sieht ja so ganz gut aus. Ich finde auch, die Bringarts werden auch immer besser in der Qualität. Klar, sie hat Gelenke, ja, man sieht sie, ja. Aber so ist das eben. Ich mag die Figuren, die man nicht bewegen kann. Die sind nicht mein Fall. Was sagt denn die obligatorische Anleitung, die man bei der Figur im Wirklichschnitt braucht? Wird eh wieder gesteckt sein, das Schwert. Ja, wie man sieht, da einmal ziehen. Und richtige Händchen. Wieso machen die eigentlich nicht mal direkt die richtige Hand an die Figuren? Man nimmt doch eh die, wo sie die Waffe festhält. So, hier bauen wir das auch noch ein bisschen. So, hier einfach abziehen. Ganz leicht, ohne Probleme. Wenn noch Vorsicht. In welchem Händchen hat sie das Schwert? Wie rum hält sie das? Ist irgendwas in Sache. Rechte Hand, Dingens nach oben. Gucken wir mal. Das haben wir auch die richtige erwischen.
auch ganz klar, welche Hände das sind. So. Händchen ab, Händchen drauf. Ja, passt schon. So. Dann gucken wir mal, wie leichtfüßig das hier jetzt geht. Das ist ja auch immer so eine Sache für sich. Ja, das geht sehr gut. Wunderbar, ohne Probleme. So muss das sein und nicht anders. So, jetzt muss ich mal wieder näher gucken. So. Ja, dann wird es tricky. Dann hat hier eine Führung drin. Hier unten. Muss ich mir jetzt ein bisschen näher anschauen. Wie gesagt, das soll ja jetzt nichts brechen bei der Sache hier. Ich doch erstmal gucken. So, warum nicht? Komm, mach hin, ich will das Video nicht unnötig schneiden müssen. So, also wie gesagt, man muss echt hier gucken, dass die hier unten in der Führung sind. So, dann machen wir das nämlich mal gerade so. So ein Stück. Ist natürlich unnötig knifflig wieder gemacht, das Ganze hier. So, aber es funktioniert. Sitzt, wackelt in der Luft. So. Gucken wir mal, ob wir die Hand noch dran kriegen. Wie immer einfach nur da reinstecken, vorsichtig. Man kann das eigentlich nie oft genug sagen. Aber das geht wunderbar. Ohne Probleme. Soweit jedenfalls. Ja. So. Kann Kai alleine stehen, theoretisch. Auch immer so eine Sache. Theoretisch, ja. Also wer sie lieber ohne Ständer hinstellen will, es geht in der Theorie. In der Praxis auch. Allerdings finde ich das nie zu empfehlen. Je nachdem, wo man sie hinstellt. So Figuren. Die können ganz schnell mal einen Adler machen. Und dann bricht irgendwas ab. So. Aber so kann auf jeden Fall nichts passieren. Jo, und dann war er doch schon, gell? Figuren sind ja immer beweglich, alles Mögliche, pipapo, bla bla bla. So sieht sie aus. Mal vom Namen noch. Bin ich mal gespannt, welche Figur als nächstes kommt. Das ist ja bei Square Enix momentan immer so eine Sache, weil sich auch Figuren am Verschieben sind, wie ich schon gesehen habe. Deswegen, ja, wie gesagt, das ist die neue Kairi-Figur als Bringart aus dem dritten Teil. Jo, ne? Dann bis zum nächsten Mal, ne? Und immer schön auf FinalFantasyDojo.de gehen. Und oben in der Ecke dieses erstellt von,
Das ist meine Seite. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal folgen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.